Hallo liebe Zuschauer, heute stellen wir euch KeyForge vor. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. KeyForge ist kein Trading Card Spiel, es ist ein Unique Game. Dazu gleich später mehr. Es ist von Fantasy Flight Games, Vertrieb über Asmodee. Angegeben ist es ab 12 Jahre, es ist ein Zwei-Personen-Spiel und geht ca. 30, 45 Minuten, je nachdem. Und je nach Kartenhand bzw. Kartenpack, was ihr vor euch liegen habt. Ich habe gesagt, es ist ein Unique Game, also ein ganz außergewöhnliches Spiel, weil in jeder Schachtel steckt auch ein ganz anderes Kartenpack drin, außer die Karten, die man hier verwendet für das Einstiegsspiel. Das heißt, ich spiele das Ganze mit der Silke und jeder von uns hat so ein Kartenpack. Und jetzt zeige ich das einfach mal und deswegen auch so einzigartig das Ganze. Hier auf der Rückseite stehen genau die Karten, die ich in meinem Deck habe. Das heißt, ihr werdet die Karten nicht mehr verändern, euer Deck ausbauen. Nein, ihr spielt mit diesem Kartenpack und versucht damit zu gewinnen. Das heißt, ich habe praktisch hier die Übersicht, deswegen sagt man ja auch, ist das Ganze natürlich für Turniere nicht schlecht, weil es gibt hier diese Übersicht für das Deck und genau diese Karten habe ich natürlich auch hier. Diese Karte, die lege ich quasi vor mir ab und man sieht auch hier mit diesen drei Symbolen, auch diese habe ich letztendlich hier auf der Hand bzw. hier in meinem Stapel. Warum das Ganze Unique heißt und deswegen will ich das Ganze auch aufbauen. Wir wollen das euch spielerisch ein bisschen zeigen, bevor es abschließend das Fazit gibt. Aber es steckt natürlich mehr drin als nur hier dieses Deck. Es stecken natürlich noch diese Amber, diese Punktemarker dabei, weil am Anfang hat jeder drei Schlüssel vor sich liegen und zwar verdeckt in dem Fall. Und diese Schlüssel versuche ich natürlich umzudrehen mit Hilfe von Amber. Habe ich drei Schlüssel umgedreht, dann habe ich quasi das Spiel gewonnen. Wie viel Amber ich habe? Ja, 6 brauche ich, um so einen Schlüssel umzudrehen. Wird immer am Anfang der Runde dann geprüft, ob ich dann so einen Schlüssel umdrehen kann, wenn ich das nötige Amber habe. Aber ich habe es ja gesagt, Unique ist ja in dem Fall das Schlagwort. Ich habe die Verpackung auch noch aufgehoben. In jeder Schachtel liegen solche Packs dabei. Und jeder hat andere Packs, andere Zusammenstellungen. Jedes Deck ist einzigartig und ihr spielt mit jedem Deck einzeln. Ihr mischt die nicht mit anderen Karten zusammen. Nein, ihr spielt mit einem Deck quasi und versucht da das Beste für euch rauszuholen. Dazu auch später im Fazit mehr. Das heißt, ihr habt die zwei Probedecks und habt hier natürlich nochmal zwei Decks in dieser Schachtel enthalten. Die könnt ihr natürlich auch separat kaufen. Ihr wisst teilweise allerdings auch nicht, was euch erwartet. Es steht zwar dann hinten drauf, je nachdem, ja, allgemeine Dinge, aber einzigartiges Deck. Man weiß es nicht genau. 37 Karten. Also das Ganze ist natürlich spannend gemacht, aber bevor wir so weit sind, zeige ich euch erst einmal das Spiel in einigen Sequenzen. Ihr sollt es ja auch kennenlernen. So, ich habe in dem Fall Miss Onyx Censoris hier in dem Fall. Ich bin auch Startspieler und bekomme am Anfang gleich 7 Karten auf die Hand. Das heißt, ihr mischt die Karten gut durch in dem Fall und ich fange an. In dem Fall bekomme ich 7 Karten. Die Silke spielt gegen mich, die bekommt 6 Karten. Aber mein erster Zug besteht darin, nur eine Karte in dem Fall auszuspielen. Das heißt, ich nehme jetzt hier die 4, 5, 6, 7 Karten. In dem Fall die Schlüssel lege ich verdeckt hin. Ich hoffe, das seht ihr jetzt auch alles. Hier kann ich später mein Amber, meine Punkte drauflegen. Die Schadensmarker, es geht natürlich auch um Angriffe, ganz klar, die legt man zur Seite. Und jetzt schaut einfach mal, das ist jetzt in dem Fall meine Kartenhand, die ich jetzt hier zur Verfügung habe. Ja, ja, gut, ich kann jetzt die oder die ausspielen, aber nur eine Karte. So, und jetzt gibt es ein paar Besonderheiten, was jetzt Kreaturen angeht oder Artefakte, weil ich kann sie nicht gleich aktiv nutzen, sondern sie kommen quasi erst einmal ja, inaktiv ins Spiel, so kann man es jetzt mal sagen. Das heißt, ich schiebe sie auf die Seite und jetzt kommt auch ein wichtiges Element, weil die Silke schaut schon wieder. Ihr müsst gut miteinander reden in dem Spiel. Das heißt, die Silke will wissen, was natürlich die Kreatur macht. Und hier heißt Ernte, dein Gegner legt eine zufällige Karte von seiner Hand ab. Aber in dem Fall ist sie noch gar nicht aktiv und das war quasi mein ganzer Zug. Ich habe 6 Karten auf der Hand. In weiteren Zügen könnte ich auch Karten abwerfen, wird gerne vergessen, um wieder nachziehen zu können. Aber das war quasi mein ganzer Zug. Ja, wenn ich jetzt Amber vor mir liegen hätte, dann müsste ich nur sagen, check.
Naja, zu zweit zieht doch da eigentlich der andere Spieler, dass man Ember vor sich liegen hat. Aber wenn du 6 Ember hast. Wenn ich 6 Ember habe, so rum muss ich sagen. Aber selbst wenn 6 oder mehr sind, der Mitspieler sieht doch, dass ich Ember vor mir liegen habe. Aber ich sage streng nach Regel, es heißt Check. Wahrscheinlich werden wir es nachher auch vergessen. Nur, dass ihr gleich Bescheid wisst. So, meine Karten behalte ich, dann ist die Silke dran. Ich spiele Sanctum. Sie spielt eins der Symbole aus, das heißt, sie hat natürlich ganz anders. Sie spielt Sanctum aus und spielt natürlich jetzt so viele Karten, wie sie will, vor sich dann ab. Ich fange mit einer Aktionskarte an. Oh, okay, kleine Aktion. Wildes Wurmloch. Ich bekomme zum einen Amber. Genau, ganz wichtige Regel. Sehr schön, dass Silke gleich dran denkt, weil das vergisst sich gern. Mein Deck ist ja das Probedeck, muss man immer sagen. Da ist noch Amber teilweise drauf. Schaut mal hier. Seht ihr hier, da ist Ember abgebildet. Das heißt, die Silke bekommt automatisch ein Ember. Das bekommt sie ja automatisch zu sich gelegt. Und ich darf jetzt die oberste Karte meines Decks spielen, egal zu welcher Fraktion sie gehört. Okay. Ich habe ein Artefakt. Okay. Artefakt kommen auch nicht immer aktiv dann zum Einsatz. Wie Kreaturen legt man die auch erst zeitlich hin. Was macht denn das Artefakt? Mein Artefakt ist ein Ort und hat eine Aktion für mich und die heißt: Ziehe eine Karte. Okay. So. Und wer genau aufgepasst hat, der hat gesehen, Mensch Jörg, warum hast du deine Karte immer noch gedippt? Am Ende meines Zuges... Zu spät. Ja, okay. Wird sie natürlich so hingeschoben. Vor lauter Check am Ende. Nein, ihr aktiviert sie natürlich immer erst am Ende. Ich hatte die gleiche Karte noch einmal. Ich krieg noch mal einen Ember. Oh, okay. Und darf noch mal die oberste Karte... Nachher muss ich abschmeißen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich muss erstmal Karten ankriegen hier. So, ich habe eine Kreatur und als Ernte ziehe eine Karte. So, aber, oh guck mal, ist das gerade die gleiche Fraktion? Gar nicht schlecht. Ernten, was ist denn Ernten? Keine Sorge, ich mache vielleicht nachher einen Zug, dann seht ihr es mal. Ist so, eigentlich auch recht simpel gemacht. Ja, das muss nach hinten, das muss nach vorne. Das Artefakt kommt nach hinten. So, ich habe aber noch eine Karte. Mal hier, die spielen wir nicht. So, ich spiele noch die Fledermausdrohne aus. Scharmützel. Sobald du diese Kreatur zum Kämpfen verwendest, nimmt sie im Gegenzug keinen Schaden und beim Kampf stiehlt sie Ember vom Gegner. Okay. So, das heißt so. Das war mein Zug. Ich habe noch 3 Karten. Ich ziehe auf 6 nach. Und das war? Und in dem Fall schon, genau, wird sie aktiv. Sie sagt kein Check, sie hat nämlich 2 Ember. Das war in dem Fall von jedem Zug. Ihr habt gemerkt, wie einfach es ist. Man geht nach den Karten in dem Fall. Wichtig, die Kreaturen, die kommen nebeneinander, binden so eine Kampfzone. Die Artefakte kommen dahinter quasi. Je nachdem, was die Karten, was das Deck natürlich auch sagt. Da habe ich schon ganz unterschiedliche Sachen erlebt. Ja, und ich habe ja gesagt, jetzt ist ja meine Kreatur wieder aktiv. Und jetzt überlege ich natürlich, was ich ausspiele. Ich bleibe natürlich hier bei die Dis in dem Fall. Ich komme nochmal mit einer Kreatur, nicht aktiv, sondern inaktiv. Wenn die nämlich zerstört wird, dann erhältst du 2 Ember. Was ist denn mit dem zerstört? Ihr seht hier auf den Karten den Kampfwert, teilweise durch Schild. Das heißt, wenn gekämpft wird, wird gegenseitig gekämpft. Das Schild blockt den Teil dann ab, aber hier die Schadensmarke legt man drauf. Je nachdem, wenn die Karte zerstört wird oder rausgenommen wird, dann legt das einen Ablagestapel. Teilweise kommen auch Karten ganz aus dem Spiel. Das heißt, ich lege die jetzt auch erst seitlich hin. Dann spiele ich noch die Brennette, auch eine Kreatur, ein Dämon. Spielen, erbeutet 3 Ember. Erbeutetes Ember wird aus dem Vorrat des Gegners genommen und auf diese Kreatur gelegt. Falls diese Kreatur das Spiel verlässt, wird das erbeutete Ember zum Gegner zurückgeschickt. Also, das ist natürlich auch eine Möglichkeit und legt die jetzt einfach mehr hin. So, und jetzt sage ich euch eins, hätte ich jetzt eine normale Karte, jetzt mache ich einfach mal das Ernten. So, und beim Ernten ist so, da ist sogar das optional. Bei jeder Ernte sieht es so aus, wenn jetzt nichts draufsteht, bekomme ich ein Ember. So, hier ist sogar noch eine Fähigkeit, das heißt, ich mache jetzt die Ernte und da heißt es, Ernte, dein Gegner legt eine zufällige Karte von seiner Hand ab. Das heißt, ich mache jetzt die Ernte, bekomme jetzt ein Ember, legt es zu mir und die Silke legt eine zufällige Karte ab. So, und die sind jetzt alle und man merkt, jetzt kann ich eins nochmal, ich könnte noch Karten abwerfen, wo ich jetzt nicht brauche. Nee, passt jetzt erst einmal. Die werden jetzt wieder aktiviert, bevor ich das wieder vergesse. Und ich ziehe dann wieder auf 6 Karten nach. Ich zeige mal schauen, wie viele Runden ich euch noch zeige. Das Prinzip dürfte klar sein. Dann ist die Silke wieder am Zug. Ich zeige euch natürlich noch die Karten, wo ich gezogen habe, weil ich möchte natürlich hier nachher richtig aktiv sein. Aber guckt mal die Karten an.
Ja, es ist natürlich auch viel Glück dabei. Aber ich sage immer, macht das Beste aus eurem Deck. Jetzt ist Silke dran. Bin mal gespannt. Vor allem habe ich mit dieser Fraktion richtig gut gespielt. Oha, jetzt kommt gleich eine Aktion. Die Ungezähmten. Okay. Und spiele eine Aktion. Ich krieg zum einen ein Ember. Oh, das vergieße ich jedes Mal. Wenn ich Decks habe, wo kein Ember drauf ist und ich habe dann später eine Fraktion, wo Ember, vergieße ich es. Aber Silke sieht es gleich, da bekommt sie automatisch ein Ember. Und für den Rest des Zuges erhalte ich immer, wenn ich eine Kreatur spiele, ein Ember. Ups. Okay. So. Ihr merkt, deswegen auch schnell gespielt. Darum spiele ich jetzt. Ich komme gar nicht in die Gänge. Ich habe die falschen. Vorhin habe ich Kopfjäger ausgespielt und oh, die Riesen. Diesmal reicht es irgendwie nicht. Also ich weiß auch nicht. Das merke ich mir noch. Ich spiele jetzt noch zwei Kreaturen aus. Das heißt, ich kriege noch zwei Ember. Auch noch? Ja, weil das sagt diese Karte. Und ich spiele die Niffelkönigin und den Niffelaffe. Was macht denn die Niffelkönigin? Ich habe es gar nicht im Kopf. Ich habe die ja auch schon auf der Hand gehabt. Das sieht aus. Ich zeige es nochmal. Genau. Die sehen natürlich, ja, mal ein bisschen weiter weghält von der Illustration, sehr cool aus. Was macht denn die? Jeder andere, ja, lest du mal vor. Das ist der Affe dazu. Das ist der Affe. Jede andere befreundete Biest-Kreatur bekommt +1 Stärke. Und jede andere befreundete Niffel-Kreatur bekommt +1 Stärke. Schön. Mir fehlen noch die Riesen. Vorhin habe ich mit den Riesen reingehauen. Da habe ich es dann gleich. So. Aber diesmal, schönes Beispiel. Ich habe nämlich gedacht, mein Deck, das schlägt wieder alles hier. Ich darf noch? Ich habe jetzt Ernte. Ich ernte hier. Tipp, die Karte. Krieg ein Ember. Ja. Warum liegt das eigentlich bei mir und nicht bei der Silke? Ich soll es mal in die Mitte legen. So. Und ich habe hier noch als Erntezieher eine Karte. Das heißt, die darf ich ja auch noch ziehen. Es läuft nicht. Es läuft nicht. Ich sag schon mal Check. Gut, so Silke denkt dran an Check. Doch eine wichtige Regel. Ich hätte es wahrscheinlich gedacht, ja. Wichtig, wird man auch gern, oder habe ich auch schon falsch gespielt, am Ende in dem Fall mir den Schlüssel genommen. Nein, am Anfang ihres Zuges. Warum denn? Ich kann mir Ember klauen. Das heißt, ich kann jetzt durchaus schauen, habe ich Karten auf der Hand, um Ember zu klauen. So, die Silke. Greif dich an. Auch noch? Ja. Ich bin zu schwach. Scharmützel, sobald du diese Kreatur zum Kämpfen verwendest, nimmt sie im Gegenzug keinen Schaden. Also ich kann keinen Schaden kriegen. Wen greifst du an? Ich habe eine Stärke von 2. Ja, genau. Das ist gut. Ja, und ich bekomme ein Ember von dir. Weil? Ah, gut. Der sagt, Kampfstil ein Ember. Gestohlenes Ember wird aus dem Vorrat deines Gegners genommen und in deinen Vorrat gelegt. Gut. Aber du kriegst ja 2. Ja, natürlich. Die wird zerstört. Man sieht es jetzt hier. Das heißt, sie wird zerstört. Ablagestapel. Ich bekomme auch 2 Ember. Jetzt haben wir einen kleinen Cut gehabt. Man muss nämlich auch ein bisschen was überlegen. Mal schauen, wie viele Sequenzen ich euch zeige, weil das Kartendeck breitet sich aus. Silke, hast du jetzt geerntet noch? Mit der habe ich nicht. Ja, genau, ganz wichtig, man muss ja schauen, nur die Kreaturen können ernten. Das heißt, nur die könnt ihr wieder so setzen, dass ihr Ember bekommt. Nicht bei Artefakten oder sonstiges, steht auch nochmal in der Regel drin, aber zur Regel habe ich nachher noch ein paar Sachen im Fazit. Schauen wir einfach mal. Ich würde mal sagen, ganz toll. Ich muss die jetzt ausspielen. Ich spiele jetzt trotzdem die Fraktion der Brobna aus. Das heißt, ich komme nachher, den kennt nämlich die Silke schon, den mag sie gar nicht, der Kopfjäger. Du erhältst nachher ein Ember, der hat nämlich eine Stärke von 5. So, warum und legst du jetzt den da unten hin? Nebendran natürlich halt. Ach ja, meine Kampfreihe hier in dem Fall. So, und dann, ich muss nämlich schon überlegen, wie ich sie anlege aufgrund der Karten. Dann komme ich nochmal mit einem Riesen. Der ist gut, der Waldeer. Der fügt nämlich nochmal +2 Schaden zu. Ist also auch richtig cool. Der kann allerdings nur fern an einer Flanke angreifen. Wichtig, auch nochmal der Hinweis, ihr müsst die Karten immer vorlesen, sonst macht es gar keinen Sinn hier. Die Flanken sind das linke und rechte Ende der Schlachtreihe eines Spielers. Deswegen hat die Silke auch gesagt, wie legst denn du jetzt wieder die Kreatur an? Klar, je nach Tisch, ihr braucht eine gewisse Spannweite und die lege ich dann entsprechend hier hin. So, die will ich noch behalten. Kenne ich ja natürlich auch noch Karten abwerfen. Das war's in dem Fall. So, jetzt glaube ich, werden wir das euch noch mit dem Schlüssel zeigen, weil die Silke ist jetzt am Zug und als erstes prüft sie nach, das beinahe vergessen, nein, hätte sie nicht vergessen, ob sie 6 oder mehr Ember hat. Sie hat 6 Ember, das heißt, sie dreht den ersten ihrer 3 Schlüssel automatisch um.
Ja, klar, kann man nicht mehr stehlen, das ist jetzt schon mal fix. Und dann führt sie ihren Zug dann aus. Übrigens, der Jörg hat sie wieder vergessen zu aktivieren. Das gibt als mal eine Strafe von meinem Mitspieler, sagen, jetzt hast du Pech gehabt. Aktiviert die immer. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nebenbei erkläre, kann das einfach mal passieren. Aber ich habe gemerkt, so schwer ist das Ganze gar nicht. Silke, spielst du was Neues aus? Vielleicht kann man Zuschauern was zeigen. Ansonsten denke ich, habt ihr jetzt schon echt einiges so viel gesehen. Neues, eigentlich haben wir ja, wir haben die Artefakte, wir hatten die Aktionen und wir hatten die Kämpfe. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut, wenn mir noch was einfällt. Ansonsten sind wir gleich beim Fazit und da gibt es noch einiges, was ich euch zeigen bzw. ja, verraten will. Wir sind am Ende des Spiels angekommen. Es war ein knapper Sieg für, naja, egal. Auf jeden Fall haben wir eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Ihr habt gemerkt, es ist eigentlich so Schnelleinstiegsregeln, was man natürlich auch hier nochmal sieht. Das ist alles. Ich habe ja gesagt, die Anleitung will ich euch nochmal kurz zeigen. Ich habe hier nur zwei Sachen markiert. Das mit dem Check, das kann man eigentlich vergessen, habe ich hier markiert. Und wichtig, Startspieler eine Karte, weil das haben wir am Anfang dann auch mal gerne vergessen und gleich losgespielt. Nein, wenn einer 7 und der andere 6 Karten hat, dann hat es natürlich schon seine Bewandtnis. Wenn ich schon bei der Anleitung bin, muss ich gleich auf was aufmerksam machen, was mich doch überrascht hat, weil es geht ja hier um die Grundlagen des Spiels. Die habt ihr jetzt gesehen, es war auch nicht allzu schwer. Ihr müsst halt die Karten dann vorlesen, euch an ein paar Regeln halten, aber anschließend könnt ihr eine Partie mit euren Einsteiger-Decks spielen. Das heißt, die machen wir jetzt nachher mal auf und zeigen mal ein paar Karten, was man dann da drin hat. Anschließend könnt ihr unter asmodee.de Keyforge die komplette Spielregel herunterladen. Tja, gut, ich war dann doch ein bisschen baff. Also ich kenne das selten, dass ich mir eine Regel noch herunterladen muss. Habe ich dann auch gemacht, ganz klar. Und am Anfang habe ich gedacht, jo, das sind ja die gleichen Regeln. Aber am Schluss, und das sind die Details, die dann doch wichtig sind, je nach Deck, das ihr habt, da habe ich schon unterschiedliche gespielt, das sind hier Begrifflichkeiten, die erklärt werden, wie zum Beispiel befreundet, zum Beispiel, was ist ein befreundet oder andere Bereiche, Ketten. Ketten ist auch ein schönes Beispiel, weil hier sind ja auch noch Ketten dabei mit so einem Marker drauf, wo man weniger Karten dann hat. Deswegen auch der Ring. Das weiß man am Anfang gar nicht, weil in dem Fall hat man das ja quasi Vorsicht. Und deswegen sind das dann nochmal ein paar Punkte. Das heißt auch Version 1.0. Klar kann man immer updaten, hat Vorteil, wenn es ein neues Update gibt. Dann können es die Spieler sich selber herunterladen oder online anschauen. Ich finde es allerdings schade, weil die paar Seiten, die noch hinten dran gewesen wären, wenn es jetzt umfangreich gewesen wäre, dann hätte ich es nachvollzogen. Aber die paar Seiten hätte man ja durchaus nochmal mit abdrucken können, auch wenn es noch ein paar Cent mehr kostet. Finde ich etwas schade. Der eine oder andere sagt, ja, warum, reicht doch völlig aus, du kommst ja schnell klar. Klar, ist gar kein Thema, aber es verunsichert dann doch teilweise etwas. Und früher oder später, relativ zügig, habe ich mir das dann auch runtergeladen, weil dann doch offene Fragen kommen. Am Handy wollte man nicht schauen. Ja, dann hat man sich's an einem Tag mal heruntergeladen, ausgedruckt und ich heft's jetzt rein. Irgendwann gibt's vielleicht eine Version 1.1 oder 2.0, dann druck ich die neu aus und häng's rein. Naja, also das auf jeden Fall. So, in der Zeit, wo ich jetzt euch jetzt ein bisschen vollgequasselt habe, was die Anleitung angeht, hat die Silke mal Decks ausgepackt und hier sieht man auch den QR-Code, den man beispielsweise bei Turnieren, das schaue ich dann irgendwann mal zu, wenn es die Möglichkeit gibt, das interessiert mich mal, wie sie das machen, einscannen können, weil da braucht man quasi nur nachprüfen, wer sein Deck hat. Und da kann es nicht sein, dass einer noch eine bessere Karte mit reinfügt, weil das Deck ist vorgegeben. Das auf jeden Fall. Und das sind die zwei Decks, die hier dabei sind. Deswegen auch ein Unique Game. Ihr bekommt ein fertiges Deck. Das bleibt genauso wie da ist. Ihr müsst halt mischen. Und ich sag's jedes Mal, macht das Beste draus aus eurem Deck. Ich habe die ersten paar Spiele so einen auf die Mütze bekommen, mit dem Deck, wo die Silke hat, glaube ich. Da habe ich das Deck gespielt, wo ich jetzt gehabt habe, Probe. Jetzt sind immer noch im Probebereich und dann lief es richtig super. Und ich weiß noch, wo der Thomas hier saß, viele Grüße, der hat gesagt, das gibt's ja gar nicht, das ist ja viel zu heftig, das Deck. Von wegen. So, die Silke hat mir bewiesen, wie gut man mit diesem Deck spielen kann. Und deswegen wieder der Punkt, macht das Beste aus euer Deck. Das heißt, das habt ihr hier natürlich. Und warum? Ich habe vorhin gesagt, ihr müsst ja immer vorlesen, was auf den Texten draufsteht. Klar, ihr könnt euch ja weitere Decks kaufen. Mein Mitspieler kennt dieses Deck nicht. Wenn ihr normale Spiele, Kartenspiele habt, dann kennt ihr früher oder später ja die Karten allein schon, die aufgrund der Illustration. Aber mein Mitspieler, wenn der mit mir gegen mich spielt und ich habe ein nagelneues Deck,
dann muss ich ihm die Texte vorlesen, weil er das Deck ja auch nicht kennt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr die Karten immer genau dann vorlest. Ja, was eine große Rolle auf jeden Fall hier in dem Spiel dann ausmacht. Und was natürlich auch der Punkt ist, ist etwas Glück dabei, die Karte im richtigen Zeitpunkt zu haben. Ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sie verwendet. Vorhin haben wir auch nochmal eine Kartenreihe gespielt, wo ich glaube ich, weiß gar nicht, die Riesen glaube ich haben wir vorhin gespielt, wo ich wirklich die Silke von platt machen konnte. Sie hat gar keine Möglichkeit gehabt. Habe ich meine Kreaturen ausliegen, die sofort angreifen, Karten auf der Hand, die ich Aktionen ausspiele, die ich sofort spielbereit machen kann, ja, dann hat der Mitspieler in dem Moment erstmal gar keine Chance. Vielleicht war es unglücklich am Anfang, was er gezogen hat, aber macht wieder das Beste aus eurem Deck. Das kann ich nur sagen, weil das eine oder andere wird man natürlich jetzt auch merken in dem Spiel. Und das schlummert ein bisschen unterbewusst, will ich aber durchaus erwähnen. Der eine oder andere sagt, er spielt es gerne mit seinem Deck, versucht es immer besser zu machen und sich wohlzufühlen mit seinem Deck. Es gibt aber auch andere, die sagen, jetzt, was gibt es denn noch für Decks? Komm, gleich eins wieder kaufen, gleich wieder eins bestellen. Man ist ja neugierig. Jetzt schauen wir mal, was ich jetzt an neues Deck bekommen habe, ob das jetzt richtig gut ist. Oder ist es schlecht und ich spiele einfach nur schlecht. Das ist natürlich so schon so eine Kaufrausch-Option, die man hier absolut bedenken muss, weil es liegen ja schon zwei Decks dabei und die Verlockung ist durchaus groß, wenn man das Spiel mag, dass man natürlich sich weitere Decks dann zukauft. Man muss es nicht. Man kann ja mit seinem Deck dann spielen. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Man muss es nicht. Man kann auch mal tauschen mit dem Deck, ist da kein Problem. Man kann mit Freunden tauschen und sagen, jetzt spiele ich mal dein Deck, wo du so gut sein soll und probier das aus. Das ist so eine Gratwanderung, wo jeder natürlich für sich die Entscheidung treffen muss. Ich habe es vorhin mit der Silke gehabt, wir haben da hinten noch Warhammer Invasion, glaube ich. Oh, ich weiß gar nicht, wie alt, 10 Jahre ist bestimmt, aber mit etlichen Decks. Die gab es nämlich auch, so ein Kartendecks. Da habe ich jetzt gerade wieder Lust drauf. Fand ich aber einen Tick besser. Natürlich konnte man da einiges an... Man spielt es auch ganz anders. Es hat für und wider in dem Fall. Ich bin jetzt auch nicht der Magic-Spieler. Deswegen erlaube ich mir jetzt auch gar keinen Hinweis zu Magic. Die, wo Magic-Spieler sind, die werden es jetzt aus diesen Videosequenzen hoffentlich herauslesen können, ob das was ist für die Magic-Spieler unter euch. Weil das ist nochmal eine ganz andere Liga, da möchte ich jetzt auch gar kein falsches Wort verlieren, sonst kriege ich gleich hier einen auf die Mütze von euch. Aber sofern ihr Magic-Spieler seid, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn von so einem Keyforge dann haltet, weil ich bin teilweise etwas gespalten, was das Spiel dann angeht. Ich habe es jetzt oft gespielt, es war ganz okay, aber so richtiger Spaß und Spannungsfaktor kam dann doch nicht drüber, dass ich sage, wow, gleich nochmal Keyforge und morgen Abend gleich nochmal Keyforge. Das Gefühl habe ich nicht. Es wurde ja auch ziemlich gehyptes Spiel, muss man ja auch deutlich sagen, aber vielleicht war der Hype dann doch etwas zu groß, vielleicht hat man doch etwas zu viel erwartet, weil wie gesagt, es ist ein gutes Kartenspiel, in dem Fall ein Unique-Karten-Game, aber jetzt ohne, dass es bei mir Begeisterungsströme auslöst, dass ich sage, wow, muss ich gleich wieder spielen. Das war bei mir nicht der Fall und bei der Silke übrigens auch nicht, während sie jetzt schaut, wo wir Warhammer Invasion haben, weil da haben wir jetzt teilweise schon wieder Lust drauf, also wie gesagt, es sind doch einige Perlen da bei uns schlummern, ist glaube ich auch bei mir so in der Top-Liste zu einem der beliebtesten Zwei-Personen-Spiele, damals wie heute, wir haben es jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt, aber das auf jeden Fall. Ansonsten, die Regeln sind schnell verständlich, ihr könnt schnell loslegen, aber aufgrund dessen, dass es so wenig ist, kommt man hier in der Verlockung gleich losspielen zu wollen und macht dann gerne Fehler und wundert sich, wenn es dann so locker flockig ist oder man sagt, hä, das kann ja gar nicht sein, lest dann lieber nochmal nach, auch was die Kämpfe dann angeht, das ist wichtig, schaut die Beispiele an, in Klammer, die Beispiele erklären eigentlich das Wesentliche und wenn ihr es gelesen habt, dann macht ihr als nächster Schritt, druckt es euch trotzdem aus oder schaut nach, ihr müsst ja nicht alles ausdrucken, wie gesagt, ihr könnt ja auf dem Handy nachschauen, je nachdem, was für Optionen ihr habt, wenn ihr halt kein Handyempfang habt, seid auf einer einsamen Hütte mit Keyforge, dann habt ihr natürlich ein Problem, aber brauche ich natürlich nicht allzu viel dazu sagen. Ansonsten, Material ist genügend da, wie gesagt, die einzelne Marke, jedes Detail haben wir jetzt euch gar nicht gezeigt, ist gar nicht viel, was in der Box dann schlummert, in einer recht großen Box. Es sind eigentlich hauptsächlich nur 4 Kartenpacks, 2 zum Einsteigen und 2 natürlich für das Unique Game, was man natürlich auch probieren kann. Sind natürlich auch richtig cool, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem letztes Mal gespielt habe dann auch. Letztes Mal mit dem. Ah, es ist schon verlockend natürlich, hier sieht man mal, ich guck mal, was dann der Amber kriegt hier. Das ist natürlich schon cool gemacht, aber wie gesagt, das Spiel hat bei mir Luft nach oben, durchaus viel Luft nach oben. Ich habe einfach ein bisschen was
ein bisschen mehr erwartet in dem Fall. Ist ein gutes Deckspiel in dem Fall, wobei man hat ja sein Deck vorgegeben. Aber wenn es euch gefällt oder missfällt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was denn eure Meinung ist zu Keyforge, weil aus meinem Bekanntenkreis, Spielkreis, gehen die Meinungen doch sehr weit auseinander. Es gibt welche, die können es kaum erwarten, neue Decks zu haben. Es gibt aber welche, die sagen, okay, gesehen, das war's, brauche ich nicht. Die Fraktion gibt's bei mir auch. Wie ist es bei euch? Würde mich gerne mal interessieren. Ansonsten sage ich tschüss, macht's gut und bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.